Hallo, liebe Abgesandten von Planeten Melmark. Mein Name ist Marco Lorenz und ich bin wieder zurück. Endlich wieder auf YouTube. Gibt es wieder neue Folgen, neue spannende Folgen, Produkttests etc. Was also gibt, erfahrt ihr jetzt schon mal in diesem Video. Und einen kleinen Vorschau gibt es, aber nur wörtlich. Wie brennen die Arme? Man sitzt da ein bisschen, da ein bisschen rot, da ein bisschen rot, als allergische Reaktion von meinem Körper gerade. Das ist da nochmal ein Thema, da gibt es auch nochmal ein Thema für auf YouTube nochmal, demnächst Allergie. Ich bin heute fertig, körperlich fertig. Ganz einfach, ich habe in der letzten Zeit so viel im Garten gemacht. Wir haben teilweise Projekte videodokumentarisch verfolgt, beendet. Manche Projekte wurden aber auch nicht mit der Kamera verfolgt. Aus einem einfachen Grunde, weil ich habe so einen kleinen Videorückstau gehabt. Ich habe mein Handy war voll, die Festplatte zu Hause war voll. Ich musste quasi meine ganzen Videos immer zu Hause mal online bringen. Ne, deswegen habt ihr ja schon eine Playlist bis mittlerweile August mittlerweile rein. Ja, und dann kam ja auch noch Corona dazwischen. Also die Videos, die jetzt quasi, jetzt nicht die nächsten zwei Videos, die ihr seht, sondern quasi die darauf folgenden Videos, sind da teilweise Videos, die schon vor der Corona-Krise aufgenommen wurden, bevor wir die ganzen Shutdown-Maßnahmen hatten, wo ich auch sagte, von mir aus, okay, erstmal ist kein YouTube-Entertainment, jetzt mal ernste Themen erstmal. Jetzt aber trotzdem habe ich ja gesagt, okay, wir fangen wieder langsam an mit YouTube-Entertainment. In Sachen Corona sage ich jetzt in diesem Fall nichts, dafür habt ihr ja meine täglichen Updates, das Thema müssen wir nicht groß vertiefen, das mache ich vielleicht mit einem extra Video wieder, aber zumindest heute geht es immer wieder nur um zu sagen, welcome back, back in life, live? Back in live? Back in live? Live? Life is life. Live is live. Back in live. Klingt aber komisch. Ist doch egal. Ich bin wieder zurück und wir haben, oder ihr seht, demnächst viele, viele spannende Produkttests. Wir haben unter anderem nicht bekommen, sondern quasi selber uns organisiert von einer Fahrradfirma, der Fischer, haben uns Fahrradlampen besorgt. Die haben wir getestet. Separat dazu konnte man einen Produkttest Fischer vs. Aldi. Dann haben wir den Mediamarkt auch dieses Jahr mal getestet. Der Mediamarkt hat ja Anfang des Jahres ein Serviceangebot rausgebracht. Und wie da mein Ergebnis ist, das gibt es auch dieses Jahr noch auf YouTube. Und dann haben wir angefangen mit unserem Buddekasten. Ich sag mal so, Buddekasten ist jetzt mittlerweile, naja, sagen wir so 90% fertig. Quasi die Videoaufnahmen, die ihr davon seht, der Riesenaufwand, der dahinter war. Das sieht man jetzt nachher nicht mehr. Jetzt ist der Buddekasten halt da. Ich finde das Ding richtig schick, wie es geworden ist. Aber ihr seht das Ganze quasi erst in den nächsten Folgen. 90% sind fertig. Dann haben wir quasi auch schon angefangen mit der Schaukel. Die wird auch noch ein bisschen umdekoriert. Da haben wir aber nur angefangen. Moment, da fehlt mir ein bisschen Geld, kann man ruhig sagen. Ein bisschen finanzielle Mittel, um da quasi die Schaukel bzw. die Hollywood-Schaukel zu beenden. Das kostet alles ein bisschen Geld und im Moment sieht das eher trübe aus. Aber man muss auch im trüben Wasser lernen zu schwimmen. Geht da wieder aufwärts. Ne? Und dann haben wir noch andere Produkttests gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles da gemacht haben. Handyhalterung, glaube ich, war schon online gewesen. Oder kommt auch noch eine Handyhalterung? Ich weiß auch gar nicht. Ich müsste mir selber die Playlist durchgucken. Da sind so viele Videos drin, was ihr die Mission erhaltet. Und ich werde natürlich in der Abwesenheit, wo dann quasi die ganzen Filme laufen und laufen und laufen, werde ich natürlich weitere Folgen drehen. Weil jetzt habe ich ja wieder Platz auf der Festplatte sowie auf dem Handy. Das heißt, ich kann wieder für euch Videos drehen auf meinem Kanal. Freut euch darauf schon mal. Dann haben wir dieses Jahr eigentlich auch zwei neue Formate wollten wir haben. Ich wollte erstmal quasi so ein bisschen so Back to Rules, quasi alte Leute gerne mal fragen, wie war es denn bei euch früher? Erzählt doch mal für unsere Nachwelt, weil die alten Leute sterben ja irgendwann und dementsprechend sind die ganzen Sachen, die die noch im Kopf haben, wo die vielleicht erzählen können vom Krieg oder wie auch immer, die ganzen Sachen gehen ja alle verloren. Das wollte ich gerne videodokumentarisch aufnehmen. Klappt dies ja leider nicht wegen der Corona-Krise oder zumindest derzeit klappt das nicht wegen der Corona-Krise. Ist aber in Arbeit. Ich habe zwar quasi meine Eltern, kennt ihr ja schon vom letzten Jahr, meine Eltern haben sich dazu mehr oder weniger bereit erklärt, ihr Leben von DDR-Zeiten zu erzählen. Die kommen aus dem Osten, sind alles DDR-Kinder. Ich bin noch in DDR-Zeiten geboren, aber ich habe davon nicht viel mitgekriegt. Und meine Eltern sind ja noch direkt in der Zeit groß geworden. Und die können zumindest vieles, vieles erzählen. Meinetwegen, ne, was war nach der Wende? Was hat sich da alles spontan für die Ossis verändert? Was war
vielleicht jetzt im Nachhinein im Westen besser? Was war vielleicht im Nachhinein im Osten besser? Also diese Konflikte will ich gerne mit meinen Eltern gerne diskutieren. Dazu haben wir uns sogar extra neue Kameratechnik besorgt und dazu gibt es auch mal ein Produkttest-Video. Wir haben uns nämlich im Vanillemarkt eine Feuerschale besorgt. Dazu muss ich nochmal ein Nach-Update-Video mal drehen. Und bei diesem Produkttest von der Feuerschale gibt es zum ersten Mal ein Video, wo ich nochmal separat eine Tonspur für aufnehmen muss. Weil, wie eben schon erwähnt, wir haben neue Kameratechnik teilweise. Ein Mikrofon haben wir jetzt, aber noch funktioniert das Ganze nicht so, wie es funktionieren soll. Das heißt, in dem offiziellen Video gibt es permanent ein Geräusch. Man hört mich sprechen, aber ein permanentes Nervgeräusch. Das Video dauert knapp 15 Minuten, glaube ich, oder 30 Minuten, ungeschnitten jetzt. Ich schneide das aus noch. Ungeschnitten, glaube ich, 30 Minuten. Und da ist halt dieses permanente Störgeräusch bei. Um euch das zu ersparen, habe ich mir dafür entschlossen, quasi, ich drehe nochmal ein Nachvideo davon, um quasi euch zu zeigen, nach dem Benutzen, was ist mir da passiert. Das will ich euch nicht verschweigen, aber dazu mehr in den Produkttest näher. Beziehungsweise ich drehe nochmal ein Nachvideo, um euch einen besseren Ton bieten zu können für diese ganze Sache. Also da ist noch ein bisschen Aufwand für mich hinter, werde ich auch die nächsten Tage vielleicht angreifen. Vielleicht auch morgen. Morgen ist hier Herrentag oder auch Christi Himmelfahrt, glaube ich, hast das Ding auch. Da werde ich vielleicht das Nachvideo drehen. Muss ich sehen, wie Zeit und Rat kommt. Es kostet auch alles mit Zeit und ich muss auch, weil ich diese Aufnahmen teilweise draußen im Garten mache, nicht im Gartenhaus wie jetzt hier, also nicht in unserem Außenstudio-Gebäude, sondern quasi direkt in unserem Außenstudio, wie ich ein paar Aufnahmen mache. Und dazu wäre es sinnvoll, ich habe fast keinen Wind oder gar keinen Wind im Idealfall. Heute bläst ein bisschen Wind, da ich kein Mikrofon jetzt im Moment verwende, so wie man vielleicht von oben auch hört, pfeift der Wind leicht ins Mikrofon rein. Und das ist blöd. Ja, also von da kommt noch viel, viel, viel mehr. Wir haben auch noch einen Geschmackstest, den schiebe ich schon 2 Jahre vor mich hin. Warum? Beim Geschmackstest, der wird dieses Jahr gedreht, egal wie, ob nur meine Eltern da sind oder meine Eltern nicht da sind. Es war geplant, mit meinen Eltern diesen Geschmackstest zu drehen. Wenn es hart auf hart kommt, werde ich diesen Geschmackstest auch alleine drehen, weil ich habe von einer Firma ein Getränk zur Verfügung gestellt bekommen, wo ich nicht weiß, wie das Ding schmeckt. Das steht schon jetzt seit 2 Jahren hier im Außenstudio und ich bin noch nicht so gekommen, davon ein Video zu machen. Kommt aber demnächst auch nochmal ein Geschmackstest-Video. Ich will jetzt noch keine weiteren Namen nennen und sagen, welche, kenne ich, oder hier Werbung und so weiter. Nein, also das wäre schon ein Werbevideo, das Produkt haben wir bekommen. Aber quasi, ich habe die Firma jetzt angefragt, wollt ihr nicht mir was zukommen lassen? Ich würde mich sowas von freuen. Ich schiebe das schon 2 Jahre lang auf die heiße Bank. Dieses Jahr mache ich das definitiv. Dann haben wir noch Umbauprojekte. Wir haben noch unsere, draußen die Terrasse muss noch gemacht werden. Da ist ja noch unser, verlorene Schätze. Was auch immer im Fußboden drin ist, ist immer im Fußboden drin. Noch nicht zugekommen. Das Wetter war scheiße. Geld war, da wir auch andere Projekte am Laufen haben. Wir hatten nicht so viel über, dass ich sagen kann, jetzt machen wir Terrasse weiter. Und für die Terrasse, sag ich mal, brauche ich auch eine gewisse Zeit. Ich bin nämlich kein Steinleger, wie man die Dinger nennt, kein Pflasterer, sondern ich bin halt nur ein Hobbygärtner. Und das kostet alles Zeit und Kraft. Dann werden noch diverse Produkttests mit Sicherheit dazukommen. Auch hier einen Grillreiniger haben wir noch als Produkttest, Produktverführung, ja, beziehungsweise eine Produktempfehlung ist das in diesem Fall sogar. Ihr wisst ja, wir haben letztes Jahr Grillreiniger getestet. Auch mit Haushaltsmitteln und so weiter und konnten alle sagen, die Grillreiniger alle vom Band weg waren scheiße. Darf man so sagen? In der YouTube, ja, ne? Ich habe ja keinen FSK drin. Also quasi, ich sage nicht, ist für Kinder freigegeben. Also die Sachen waren scheiße gewesen. Da haben wir ein Produkt uns mal besorgt. HSE, QVC, keine Ahnung, woher wir es haben. Die haben es mittlerweile nicht mehr im Sortiment. Das heißt quasi, wir haben direkt beim Hersteller direkt bestellt. Die wollten leider keine Kooperation mit mir eingehen, leider, aber dennoch, bei diesem Produkt kann ich mir sagen, es ist empfehlenswert. Ich will jetzt auch noch keinen Namen nennen, ihr werdet es ja quasi im Video irgendwann demnächst sehen. Kann sein, dass in den Playlisten irgendwo mal zwischenschiebe, dafür ein anderes Video weiter nach hinten wieder wandert, weil wäre ja schon sinnvoll, man zeigt so einen Grillreiniger jetzt quasi noch vor oder in der Sommersaison, wenn man grillt. Im Herbst, im Winter bringt es ja nicht viel. Ja? Dann nebenbei noch, da erstmal ganz herzlich Dankeschön. Nebenbei, meine Abonnentenzahl ist auch jetzt nicht enorm hochgegangen, aber meine Abonnentenzahl ist gestiegen. Dafür danke, danke, danke und ich hoffe, es geht auch so weiter. Damit ich vielleicht auch mal in so ein Haus legen kann wie Bibis Beauty Palace. Wurde letztes Mal von einem YouTuber gezeigt, da hat Bibi wo so ein, hier, guck mal da und guck mal hier und guck mal, wie schön ich das habe und so weiter.
ein Video von gemacht und hat seinen Kommentar zugegeben. Nicht immer, also nicht negativ gemeint, sondern positiv. Also, wenn ich mal, ich weiß auch gerade nicht, wie YouTuber heißt. Der Name ist gerade gefallen. Aber ist doch scheißegal. So ein Haus wie Bibi will ich gar nicht haben. Aber wozu bringen, jetzt muss meine reine Meinung, meine Güte, meine reine Meinung, ihr seht, kommt wieder für euch da schon, wunderbar. Also, meine reine Meinung zu Bibis Haus. Wozu brauche ich ein Haus, was 500 Quadratmeter hat, ein Grundstück, was nochmal 500 Quadratmeter hat, quasi gesamt gesehen 1000 Quadratmeter, das bekomme ich doch alleine nie und nimmer gepflegt. Daran sieht man quasi, zum Beispiel Bibi, die hat einfach zu viel Geld und weiß nicht wohin. Also, ganz ehrlich, sollte bei mir mal mit der YouTube-Karriere mal klappen und ich sollte auch irgendwann mal vielleicht mal ein Bibis Niveau reinkommen in Sachen wegen Geld verdienen. Könnt ihr von ausgehen, ich werde keiner sein, der jetzt sagt, ich baue mir jetzt ein Schloss dahin, dann brauche ich fünf Bugattis, dann brauche ich das und das und das. Ich bin ja auch kein, wie heißt der andere Typ hier? Ich bin auch kein Montana Black, ja? Ich bin auch kein Montana Black. Also, ich muss nicht das haben oder eine Schuhsammlung oder eine Mützensammlung oder keine Ahnung, dann brauche ich nicht. Quasi, ich werde ein Mensch sein, das verspreche ich euch jetzt schon mal, der auch für andere Menschen da ist. Wo ich immer sage, hier spontan, da hast du ein bisschen Geld, da hast du ein bisschen Geld, da hast du ein bisschen Geld. Ich bin lieber einer, der ein bisschen sozial ist, für die anderen da ist, die quasi nicht so viel haben. Ne, auch wenn es dann quasi mein Geld ist, was ich mir erarbeitet habe, ich mir erwirtschaftet habe. Aber was soll ich denn, jetzt mal übertriebenerweise gesagt, ich verdiene jeden Monat 10.000 Euro. Mache ich nicht. Übertrieben gesagt, ich verdiene jeden Monat 10.000 Euro. Mit so viel Geld könnte ich gar nicht anfangen. Mein Konto wäre dann quasi innerhalb von einem Jahr sonst wie weit gefüllt. Ich könnte mir gleich einen Neuwagen leisten, wenn ich will. Also, daran seht ihr schon, in welchen Verhältnissen wir leben oder wir uns angewöhnt haben. Wir haben uns angewöhnt, sehr sparsam zu leben. Was nicht immer leicht ist, ein bisschen mehr Geld wäre natürlich schön, aber wenn ich quasi zu viel Geld habe, wüsste ich gar nichts damit anzufangen. Aktuell hätte ich dafür Pläne, ne? Erstmal jetzt quasi Kosten decken, die jetzt quasi irgendwo offen sind, aber danach, wenn alle Wünsche und Träume erfüllt sind. Ja, ne? Also ihr wisst vielleicht, was ich meine. Also, lange Rede, kurzer Sinn, 12 Minuten lang, ich wollte gar nicht lang machen. Ab nächste Woche ist los mit einem Produkttest. Nächste Woche drauf kommt noch ein Produkttest. Und darauf die Woche, das weiß ich nicht mehr. Wer das wissen will, der muss meinen Kanal jetzt abonnieren. Und dann kann er nämlich mit dem Abo in meine Premiere-Liste gucken und da sehen, was, wann, was für ein Video vielleicht kommt. Es sei denn, mir fällt irgendwas spontan ein, was ich da verändern muss, wenn ich hin und her schieben muss, wenn wichtige Sachen dazukommen. Ansonsten auch, wer mag, folgt mir auf Instagram unter MarcoLorenz-YouTube. Da könnt ihr mir auch gerne privat gerne schreiben. Ich tue euch gerne antworten, sofern ich dafür Zeit habe. Aber es wird. Solange ich dafür Zeit habe, solange ich nicht so groß bin, habe ich noch Zeit, um mich mit euch zu unterhalten. Nachher ist es schwierig. Sagen wir es so. Also, ich trinke jetzt nochmal ein Wasser und dann packe ich langsam ein, gehe nach Haus, komme morgen wieder zum Herrentag. Mach wieder ein bisschen was im Garten. Vielleicht das Video drehen mit den Lidl-Ding da, mit der Feuerschale. Ist das glaube ich verraten? Habe ich verraten schon? Also, mit der Lidl-Feuerschale. Und ja. Bleibt gesund. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu einer neuen Folge auf YouTube. Ab nächste Woche ist wieder los. Immer freitags, 20:15 Uhr auf YouTube. Wisst ihr Bescheid? Also, abonnieren, teilen. Folgt mal auf Instagram unter markus-youtube. Bis dahin hast du es schön mit Ö und natürlich unser neues Logo nicht vergessen. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass ich Marco Lorenz heiße. Für alles.